Am Dienstag, den 19. Januar 2016, fand im Landratsamt Heidenheim die erste Preisverleihung zum Förderpreis Duale Ausbildung 2015 statt. In einem feierlichen Rahmen mit rund 50 geladenen Gästen wurden insgesamt 4 Auszubildende und 3 Betriebe aus dem Landkreis Heidenheim mit dem Förderpreis Duale Ausbildung geehrt, den der Landkreis 2015 erstmals ausgeschrieben hatte. Das duale System der beruflichen Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, um das wir weltweit beneidet werden. Diese Ausbildung in hoher Qualität und in ausreichendem Umfang zu gewährleisten, ist für den Landkreis Heidenheim, seine Unternehmen und Betriebe, aber auch für unsere beruflichen Schulen unverzichtbar. Es ist die ideale Voraussetzung für den beruflichen Einstieg, für eine Karriere mit Lehre. Bei der Auswahl der Preisträger für den Förderpreis Duale Ausbildung stehen nicht wie bei vielen anderen Preisen allein die bestmöglichen Noten und Abschlüsse im Vordergrund. Gefördert werden soll, wenn sich jemand in besonderer Weise ausgezeichnet hat. Kriterien bei den Auszubildenden sind unter anderem rollenuntypische Berufswahl oder individuelle persönliche Leistungsvoraussetzungen, wie Landrat Thomas Reinhardt während seiner Ansprache erläuterte. Mit dem Förderpreis will der Landkreis Heidenheim einen weiteren Anreiz für Jugendliche bieten, sich für eine duale Berufsausbildung zu entscheiden und noch mehr Unternehmen und Betriebe motivieren, Ausbildungsplätze mit einer attraktiven Ausgestaltung anzubieten. Die Kriterien bei Ausbildungsbetrieben sind ein außergewöhnliches Engagement für die Ausbildung oder besondere Projekte mit Auszubildenden. Im vergangenen Jahr waren im Landratsamt Heidenheim Bewerbungen von 13 Betrieben und 14 Auszubildenden eingegangen. Als Preisträger wurden 4 Auszubildende ausgewählt, die sich das von Kreisrat Ulrich Knöller um 500 € aufgestockte Preisgeld in einer Gesamthöhe von 2.000 € teilen durften. Des Weiteren wurden 3 Betriebe mit Urkunden ausgezeichnet. Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, überreichte die Auszeichnung an Martina Wachter aus Sontheim, die bei Cut & Style in ihrer Heimatgemeinde eine Ausbildung zur Friseurin machte, und Bernhard Herbst, Vorstand der Karl Joas GmbH und Co. KG in Heidenheim. Klaus Moser, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, verlieh den Förderpreis an Natascha Hankel aus Heidenheim, die bei Möbelhaus Roller eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte. Björn Kapfer, stellvertretender Ausbildungsleiter der Extra Computer GmbH in Gingen, bekam von Klaus Moser eine Urkunde überreicht. Landrat Thomas Reinhardt zeichnete Michael Meck aus. Der Heidenheimer wurde bei der Firma Christian Meyer in Heidenheim zum Fachlagerist ausgebildet und macht dort nun eine weitere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Stellvertretend für Martin Bosch, den Geschäftsführer des Hotelrestaurants Linde in Heidenheim, nahm Benjamin Bosch die Auszeichnung von Landrat Thomas Reinhardt entgegen. Die 4. Preisträgerin aus der Reihe der Auszubildenden war Franziska Kretz, die bei der Firma Weiß in Sontheim eine Ausbildung zur Drechslerin machte. Ihr Vater Roland Kretz nahm den Förderpreis stellvertretend entgegen. Der Förderpreis Duale Ausbildung wird auch im Jahr 2016 wieder ausgelobt. Preisträger können Auszubildende und Ausbildungsbetriebe im Landkreis Heidenheim aus den Branchen Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung sein.